Hallo ihr Lieben, willkommen bei mir im Atelier. Wenn ihr wissen wollt, wie ich aus dieser langweiligen Baumwolltasche eine schöne Baumwolltasche für den Sommer gemacht habe, dann bleibt jetzt einfach dran. Für das heutige Projekt brauchen wir einmal eine Folie als Unterlage. Alternativ könnt ihr alte Pappen nehmen. Dann brauchen wir Stempelfarbe in Schwarz und in Rot. Glitzerfarben, maritime Töne. Haftkleber für Schablonen. Textil, Sprühfarben. Dann brauchen wir noch Textilstempel, Buchstaben und Maritim. Eine Acrylplatte. Spachtel. Schablone unserer Wahl. Und natürlich eine Baumwolltasche, die wir gestalten wollen. Als erstes nehme ich mir meine Baumwolltasche. Dann nehme ich mir eine Moosgummiplatte 30x45 zum Beispiel. Alternativ könnt ihr natürlich auch, was eigentlich noch sehr viel besser wäre, eine Schneideplatte aus Glas nehmen zum Beispiel. Nehmt am besten das, was ihr da habt. Das macht man einfach, damit die Farbe nicht durchschlägt. Als erstes nehme ich mir meine Sprühfarbe und grundiere einmal den Hintergrund. Das ist jetzt die Farbe Sky. Farben immer gut durchschütteln. Als nächstes nehme ich, hier steht jetzt Eukalyptus, also irgendwie so ein Türkisfarbton, würde ich das nennen. Das kann jetzt erstmal trocknen. In der Zeit reinige ich einmal die Folie, damit der Untergrund wieder sauber ist. Macht das am besten mit der Sprühfarbe, entweder wenn ihr draußen seid, weil ihr natürlich doch ziemlich viel auch daneben trifft. So, jetzt habe ich das Ganze einmal umgedreht. Man kann alternativ natürlich auch noch mal zusätzlich ein bisschen Zewa drunter legen. Oder wenn ihr habt einen alten Karton, eine alte Pappe. Jetzt mache ich das ganz genauso. Ich sprühe mit den gleichen Farben. Das könnt ihr jetzt auch anföhnen, damit es schneller trocknet. Die Henkel würde ich jetzt auch einsprühen.
damit die nicht so langweilig aussehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Papier aufbewahren und das vielleicht für eine Collage nehmen. Also man kann das auch sehr schön als Hintergrundpapier nehmen. Vielleicht zeige ich das mal in einem anderen Video. Nachdem das getrocknet ist, nehme ich Textilfarbe und Textilstempel meiner Wahl. Ich habe jetzt passend zum Sommer mir etwas Maritimes ausgesucht, auch Buchstaben, damit ich das Wort Meer schreiben kann. Die Stempelfarbe braucht ca. 5 Minuten, bis sie trocken ist. Das finde ich auch ganz süß. Das Hauptmotiv mache ich nachher mit etwas anderem. Wenn ihr noch eine andere Farbe reinhaben wollt, könnt ihr natürlich auch Stempelfarbe, zum Beispiel in Rot, nehmen. Das hier nehme ich zum Beispiel und stempel das in Rot. Oder auch den Leuchtturm, den stempel ich auch in Rot. Das kann man jetzt so lange machen, bis einem das gefällt. Das Wort Meer stempel ich wieder mit Schwarz. Die Buchstaben kann ich auch verteilen. Oder ich schreibe das Wort so, dass man es direkt lesen kann. So, für den Hintergrund reicht mir das jetzt schon. In der Zeit, wo mein gestempelter Hintergrund am Trocknen ist, nehme ich mir jetzt schon mal meine ausgesuchte Schablone
Nehme mir Haftkleber für Schablonen. Und trage diesen auf. Dadurch wird die Schablone selbst klebend. Das ist dann auch mehrmals benutzbar. Ich habe mir da jetzt ein bisschen Papier drunter gelegt, dass man hinterher dann entsorgen kann. So, das muss jetzt erstmal trocknen. Den Pinsel direkt auswaschen. Als nächstes nehme ich mir eine Acrylplatte und nehme mir diese Glitzerfarbe. Die ist sehr ergiebig. Dann nehme ich mir einmal die blaue und einmal in Türkis. Als nächstes nehme ich meine vorbereitete Schablone mit dem Seepferdchen zum Beispiel. Trage das einmal auf, nehme die Schablone direkt wieder runter. Mach die Schablone direkt sauber. Und als zweites Motiv wähle ich dann einmal das Steuerrad. Das setze ich hier unten hin. Wie ihr seht, die Schablone klebt immer noch. Das Steuerrad mache ich jetzt in Blau. Ihr könnt natürlich die Farben auch ineinander mischen, wenn ihr wollt. Passt natürlich auf, dass ihr das andere Motiv, was ihr vorher gearbeitet habt, nicht überarbeitet. Das ist ja noch nass, das muss noch trocknen. Seht ihr, man kann das auch richtig schön zweifarbig arbeiten. Das ist übrigens eine Universal-Glitzerfarbe. Die sind auch für andere Untergründe geeignet. Thank you.
Habt ihr noch etwas Farbe übrig, könnt ihr diese mit dem Spachtel noch ein bisschen verteilen, aber nur ganz dünn, sodass ihr noch einen leichten Schimmer habt. So, die Seite habe ich jetzt schön trocknen lassen. Jetzt drehe ich das Ganze einmal um und gestalte es auch von der Rückseite. Das war jetzt mein heutiges Projekt. Einmal vordere Seite, einmal Rückseite. Und schon hat man eine selbstgemachte Baumwolltasche für seinen nächsten Einkauf. Natürlich am liebsten am Meer. Ich sag bis zum nächsten Mal, eure Tanja.